Laufenburg. Zu einem medizinischen Notfall wurde der Notarzt per Rettungshubschrauber am Donnerstagnachmittag, den 5. Januar 2023, kurz nach 16 Uhr, nach Laufenburg in die Hermann-Sutter-Straße angefordert. Die Feuerwehr Laufenburg sicherte dazu im Laufe des Einsatzes die Straße ab, um die Landung und den Start des Schweizer Rettungshelikopters Lions 1 der Alpine Air Ambulance AG innerorts zu gewährleisten. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenso im Einsatz. Hubschrauber ergänzen den Rettungsdienst am Boden in medizinischen Notlagen. Sie sollen nicht den Bodenrettungsdienst ersetzen, da Rettungshubschrauber nicht alle allwetterfähig sind. Luftretter unterscheiden mehrere Einsatzarten. Die wichtigsten sind primäre Notfalleinsätze an einem Einsatzort und sekundäre Patiententransporte von einer Klinik zur anderen. In der Luftrettung kommt komplexe notfallmedizinische Technik zum Einsatz, die unter anderem Anästhesie, Chirurgie, innere Medizin und Pädiatrie abdeckt. Der Rettungshubschrauber flog um 16.42 Uhr mit den beiden Lufträttern zum Klinikum Hochrhein nach Waldshutingen und startete dort erneut wieder um 17.12 Uhr, um an seine Basisstation in der Schweiz zurückzukehren. Musik.